Warum sind Sie nicht nach Dresden gezogen? Weil ich keinen Zuzug bekam. Es gab für Unverheiratete, die in Dresden keinen Partner oder keinen Ehepartner hatten, keinen Zuzug. Sie brauchten von den Behörden eine Zuzugsgenehmigung und die bekamen sie nicht. War die Wohnsituation so angespannt? Ja, die war sehr angespannt. In Dresden war bis 1954 fast nichts aufgebaut. Da wurden nur die Ruinen beräumt, 10 Jahre lang. Das war wirklich wirklich dass die Ruinen weggeräumt wurden. Dann begann der Aufbau, aber das langte weder hinten noch vorne. Das reichte einfach nicht. Und da wurden erstmal die Leute, die noch in Dresden geblieben waren oder wohnten, dass die ein bisschen einen größeren Wohnraum erhielten, weil Wohnraum unwahrscheinlich knapp war in Dresden. Das wurde erst ganz langsam besser. Wie gelang es Ihnen dann, nach Dresden zu ziehen? Durch die Heirat. Allerdings, ich habe nie, wie gesagt, nie meinen Mann deswegen geheiratet. Nach 2 Jahren, 1961, kam er von der Armee zurück und wir hatten eigentlich geplant, weil das in Dresden so beengt ist mit dem Wohnen, nach Wismar zu gehen oder Rostock. Dort wurden Leute gesucht für Aufbauarbeiten und es gab auch Wohnraum. Aber ich war unterdessen schwanger und meine Eltern hier. Und da wollten wir doch lieber in Dresden wohnen bleiben. Haben wir im Sommer 1961, kurz vor dem Mauerbau, haben wir geheiratet. Als die Mauer gebaut wurde, haben wir noch unsere Hochzeitsreise vorher nach Berlin gemacht mit dem Motorrad. Aber haben das auch nie gewusst, dass die Mauer gebaut wird. Sind zurückgekommen und haben dann uns hier im Betrieb, wie Sie schon sagten, gemeldet. Wir möchten eine Wohnung haben. Wir sind verheiratet und erwarten ein Kind. Und da bekam man eine Zuzugsgenehmigung und eine Wohnung zugeteilt. Da konnten wir uns nie aussuchen, die bekamen sie zugeteilt. Und da sind wir am 1. Oktober, sind jetzt 50 Jahre her, in die Wohnung auf der Luisenstraße, das ist in der Dresdner Neustadt, eingezogen. Damals war das Hinterhaus, also vorn stand ein hohes Gebäude. Über den Hof dahinter war das Hinterhaus, Sonne schien dort wirklich nie. Es war in der dritten Etage, es war eine 36 Quadratmeter große Wohnung. Die hatte 3 Zimmer, ein Wohnzimmer, 12 Quadratmeter. Da kam man gleich vom Flur, vom Korridor in das Wohnzimmer. Wohnzimmer hatte 4 Türen, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche, nach draußen. Ein Ofen, es wurde ja geheizt, es war der einzigste Ofen für die Wohnung. 2 Zimmer, ein Schlaf-, ein Kinderzimmer, jeweils 10 Quadratmeter groß. Und eine Küche, 4 Quadratmeter groß. Was heißt Küche nach draußen? Nein, Küche war drin, die war integriert an dem Wohnzimmer noch mit dran. Vom Wohnzimmer in die Küche, eine ganz kleine Kochnische könnte man vielleicht sagen. Kein Wasser in der Küche, keine Toilette in der Wohnung. Bad gab es sowieso in Dresden kaum, das war Luxus. Aber auf der Luisenstraße gab es ein Volkswannenbad und dort konnten wir für wenig Geld jede Woche in das Volkswannenbad gehen. Und haben dort in der Wohnung, kam dann unsere Tochter zur Welt, war es im Winter eisekalt, weil wenn sie nur einen Raum feuern konnten, die anderen Räume waren ja alle eisekalt. Kohleofen. Kohleofen, die Kohle war unten im Keller, musste man 3 Treppen hoch, wir wohnten in der dritten Etage. Wasser war nur ein Wasserhahn im Flur. Auf dem Flur wohnten 4 Familien, alle so ähnlich ungefähr geartet, die Wohnung. Haben Sie sich da öfter getroffen? Das war ideal, muss ich Ihnen sagen. Das war, ich möchte eigentlich sagen, ich war auch in der Zeit nie unglücklich oder auch nie unzufrieden, weil das war ich habe immer gesagt, wie ein bisschen in Italien. Die Wäsche wurde vor den Fenstern auf Wäschegittern aufgehängt. Ich war 20 Jahre alt, hatte ein Kind, wenig Erfahrung in Hauswirtschaft. Ich war ja immer hin und her gependelt und hatte in Hauswirtschaft nie allzu viel mitgekriegt, muss ich ehrlich sagen. Aber dort, das waren alles Familien mit vielen Kindern. Eine hatte 6 Kinder, die eine Familie, die Wohnung war etwas größer. Die hatten nur den einen Wasserhahn mit so einem eisernen Ausgussbecken. Der Korridor war sehr groß. Da konnten die Kinder mit dem Roller hin und her fahren, währenddem man dort die Wäsche wusch. Die wusch man dort meistens zu zweit oder zu dritt, weil das ja ein bisschen interessanter war. Die Kinder haben zusammen gespielt. Und das soziale Umfeld, wenn man zum Arzt musste oder eine Besorgung machen musste, da behielt die eine Mutti dann ich hatte dann zweites Kind nach 3 Jahren, man behielt die Kinder mit oder die Kinder mit. Also das war,
wirklich ein soziales Umfeld unter einfachsten Bedingungen. Kein Kühlschrank. Es kam einmal in der Woche der Eismann mit dem Pferdewagen unten vorgefahren. Da holte man Eisstangen in der Schüssel, um die Milch oder so etwas ein bisschen zu kühlen. Es war im Sommer dort sehr heiß. Sie hatten keine Möglichkeit, irgendwas. Sie mussten alles frisch kochen, bearbeiten, konnten nichts aufheben. Waschmaschine gab es überhaupt nicht. Die Windeln mussten gewaschen werden, im Topf gekocht werden und alles in der kleinen Küche beziehungsweise dann auf dem kleinen Flur spielte sich das ganze gesamte Familienleben ab. Und das ganze 9 Jahre. Haben Sie irgendwas vermisst? Nee. Das ist das Komische, das möchte ich auch wirklich sagen, dass wir nie direkt dort irgendwie unzufrieden waren. Wirklich nicht. Wir kannten auch viele aus unserem Betrieb, wir haben uns besucht gegenseitig. Arbeiten war auch noch ein Problem. Wenn man verheiratet war, bekam man einen Krippenplatz. Obwohl das DDR war, ganz schwer, weil diejenigen, die Studentinnen oder noch nie verheiratet waren oder Geschiedene, die Alleinstehenden bekamen sofort einen Krippenplatz. Krippenplatz ging von 0 bis 3. Die gab es schwer. Deswegen war ich auch zu Hause als Hausfrau. Erst als meine erste Tochter 3 Jahre alt war, bekam ich sofort vom Betrieb einen Krippenplatz. Das ging automatisch. Bekam man einen Krippenplatz zugeteilt. Das klappte dann. Aber der Krippenplatz, ich wohnte auf der Luisenstraße und der Krippenplatz war an der Heide mit der Straßenbahn ungefähr eine Dreiviertelstunde zu fahren. Auto hatte man ja sowieso nie damals. Da bin ich früh mit dem Kind mit der Straßenbahn dorthin. Abends den gleichen Weg wieder zurück. Sonnabends wurde bis mittags 14 Uhr gearbeitet. Dass die Freizeit eigentlich geringer war, aber man hatte gar nicht den Eindruck, dass das also schlechter war. Wir sind viel an der Elbe gewesen und haben uns eigentlich einfache Vergnügung gesucht. Aber schlecht war es trotzdem nicht. Warum sind Sie dann 1970 dann weggezogen? Weil, wenn man in einem Betrieb war, konnte man eine Genossenschaftswohnung beantragen. AWG, Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft. Da musste man Stunden leisten, 500 Stunden, Aufbaustunden. In Dresden war das ja kein Problem, mit war ja immer noch viel wegzuräumen und musste Geld einzahlen. Und dann bekam man eine entsprechende Anzahl der Kinder eine Wohnung. Im Plattenbau? Nein, das war noch kein Plattenbau. Ich bin 1969, also 61, 8 Jahre waren das. 1969 bekam ich dann die Wohnung auf der Glashütterstraße. Das ist Richtung Fetscherplatz dort, in der Richtung. Da habe ich gedacht, ich träume. So herrlich war das. Das war immer noch ofenbeheizt, war noch keine zentral beheizte Wohnung. Aber die war 65 Quadratmeter groß und hatte ein Bad. Das war für uns ein Traum, dass wir eine Wohnung mit Bad hatten. Das war wirklich eigentlich sehr schön.